Schultag. Oh mein Gott. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Hold on, put me together, take me back where I belong. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das ist mein Outfit of the Day. Also ich habe einfach, oh, mein Hemd rutscht runter. Dieses weiß blau gestreifte Hemd angezogen. Das ist von Stradivarius. Dieses Top hier, das weiße, ist auch von Stradivarius. Und diese dunkelblaue Shorts hier, die habe ich beim Plumbier noch gekauft. Die ist so ein bisschen länger, fand ich gut. Und dann habe ich hier meine Armbänder an. Hallo, möchte so scharf stellen, Kamera. Ja, das eine ist von meiner Oma. Das andere ist, glaube ich, von Stradivarius oder Pull&Bear. Und hier habe ich noch eins, das hat auch meine Oma mir geschenkt. Und mein Ring ist von Piolet, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ja, und dann habe ich noch meine Mavi-Kette hier angezogen, die habe ich mir bei Amazon bestellt. Ja, genau, das ist mein Outfit. Und jetzt gehe ich aber erstmal noch frühstücken, denn ich habe Hunger. Ich frühstücke heute Müsli. Ich muss noch Milch aus dem Kühlschrank holen. Ich nehme mal Mandelmilch. Die mag ich lieber als normale Milch. Trink morgens auch immer noch ein Glas Wasser dazu. Hier ist übrigens Nudelsalat, den wir noch gemacht haben. Ich glaube, davon nehme ich heute auch was in die Schule mit. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Guck mal, das ist meine Tasche. Da packe ich jetzt mein Frühstück rein und mein Mittagessen. Also habe ich meinen Nudelsalat. Ich habe unten auch noch so einen Kühlakku reingestellt. Hier habe ich noch Apfel und meine Brotdose. Wie soll die jetzt noch da reinpassen? Eine Hand ist etwas schwierig, aber ich mache das einfach so. Dann geht das schon. Hier habe ich noch meine Trinkflaschen. Und hier werde ich auch schon abgeholt von Katzen, die Hunger haben. Da ist auch noch eine. Die wollen alle jetzt Futter haben. Ja Leute, ich habe es eilig hier. Ich stehe hier schon auf der Treppe. Wir sind in 10 Minuten da und ich wollte eigentlich heute Morgen noch viel mehr vloggen, aber irgendwie war ich ja doch so in Eile und dann kamen noch 10 Millionen Sachen, die ich dann noch einpacken wollte und deshalb habe ich jetzt nur so viel geschafft, aber ja, wir dürfen in der Schule leider kein Handy rausholen, also wir dürfen das gar nicht benutzen, dann wird das eingesammelt und dann müssen die Eltern das nach einem pädagogischen Gespräch abholen. Das ist bei unserer Schule in Deutschland auch so gewesen, finde ich auch ein bisschen unnötig, aber ja, das heißt, ich darf wahrscheinlich auch nicht was filmen, aber ich habe bis 16 Uhr Schule, danach kann ich ja genau berichten. Hallo! 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 Ah. Ja! Hi Leute, ich bin wieder da. Ich muss einfach meine Tasche hier abstellen beim Essen. Es war... Oh, ich habe meinen Rucksack noch auf. Es war eigentlich voll gut, also es hat Spaß gemacht eigentlich. Die Zeit ging auch relativ schnell um. Also ich dachte, das käme mir länger vor, weil wir hatten in der Schule auch schon mal 8 Stunden, also in Deutschland. Und da kam mir das viel länger vor. Aber ja, wir hatten jetzt letzten beiden Stunden Chemie, das war eigentlich ganz lustig. Und ich habe mein Essen, konnte ich gar nicht alles aufessen, weil ich hatte gar nicht so viel Hunger. Ich hatte so viel Essen dabei und so viel zu trinken. Aber ja. Hallo Nini, Mäuschen. Ich bin wieder da. Du hast ganz viel Kletten im Fell. Mäuschen, freust du dich, dass ich wieder da bin?
Wir haben jetzt aber schon 16:30 und es kommt mir halt vor wie 13 Uhr so. Also normal, wenn ich aus der Schule komme. Aber ich esse, habe ich jetzt noch mein Essen auf, weil jetzt habe ich doch Hunger. In der Schule, in der Mittagspause, die gibt eine Stunde, glaube ich, hätte ich nicht so viel Hunger. Aber ich habe hier noch meine Essensbügel, die ist irgendwie da kaputt gegangen. Also da ist der Knoten rausgefallen, damit ich das irgendwie wieder fixen kann. Ja, das ist noch übrig geblieben. Ja, ich konnte nicht so viel essen, Papa, da war viel zu viel. Damit kannst du noch 3 Tage weiter zur Schule gehen. Ja, ich habe viel Mozzarella-Brot, noch habe ich mal angebissen. Hier sind noch Weintrauben und noch so Cracker. Oh, jetzt gibt es hier ist auch noch, oder? Nee. Ja, aber ich habe auch noch Apfel. Ja, ich habe meine ganze Schulklasse ernähren können. Mit meinem Nudelsalat auch noch. Aber der war so lecker. Leute, wir bekommen die iPads übrigens doch erst am Montag. Weil die waren irgendwie jetzt noch nicht da und die wollten das mit der Einführung noch mit uns machen und so. Wir können da auch drauf schreiben, also eine Englischlehrerin hat schon gesagt, sie hasst so Bücher, sie will es auf jeden Fall digital machen. Manche Lehrerinnen wollen, glaube ich, auch noch, dass wir auch noch mit Stift und Papier schreiben. Aber ja, wir haben noch nicht so viel Unterricht gemacht, außer in Chemie, da haben wir so ein paar Sachen experimentiert. Ja, es war eigentlich ganz lustig. Und also ich fand es im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut und vor allem finde ich gut, dass mir das gar nicht so lange vorkommt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich eine Woche dahin gehe, aber der erste Tag war eigentlich ganz chillig. Ja, wir hatten aber auch noch kein Mathe oder so, also mehr so Kennenlernspiele heute. Wir haben bestimmt in jedem Fach gesagt, wie wir heißen, wo wir herkommen, wie lange wir schon hier sind auf Mallorca und wie alt wir sind. Ja, sehr interessant. Boah, ich glaube, ich hole mich jetzt erstmal ein bisschen aus. Vielleicht gucke ich irgendwas im iPad oder so. Mach mal ein bisschen Pause, das ist so crazy. Wir haben jetzt einfach schon, wie viel haben wir? Wir haben jetzt 17.21 Uhr und das ist irgendwie schon 5:30 und normalerweise, wenn ich aus der Schule komme, ist halt so 2:30. Ja, der Tag ist schon wieder fast um, aber wir haben zum Glück keine Hausaufgaben auf, war jetzt auch der erste Tag nach den Ferien. Aber ich bin total müde jetzt. War schon irgendwie anstrengend, weil ich bin ja morgen auch früh aufgestanden. Und unser Klassenzimmer ist ganz oben, also wir sind auf der obersten Etage. Wir laufen bestimmt immer fast 10 Treppen hoch und wir haben dafür aber den geilsten Ausblick. Also wir haben wirklich Meerblick, das ist so cool. Man kann so die ganze Stadt über gucken und da hinten ist halt das Meer. Das sieht mal richtig schön aus. Das war halt so lustig, meine Lehrerin stand so am Fenster, so, da stand die so vor, dann war das Fenster so offen. Und es sah wirklich aus, als würde sie vor so einem Gemälde stehen oder so mit den Bergen. Das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Aber jetzt liege ich einfach auf meinem Bett rum und mache Pause. Also eins noch, das fand ich mir so geil. Ich dachte so, ist das immer so? Ich habe so meine Freundin gefragt, ist das immer so, dass hier Musik kommt, wenn Schule aus ist? Weil auf einmal ging so von so großen Boxen, die so über dem Schulhof da hingen, so Musik an, so la la la, auch so Popmusik, also so Musik, die man auch kennt. Und dann war ich so, hey, ist das immer so, dass hier Musik eingeht? Ja, ja, um 16 Uhr, wenn die Schule ausgeht, immer Musik an. Finde ich eigentlich nice. Dann feiert man, dass Schule aus ist. Finde ich echt voll die lustige Idee, hätten sie bei uns auch mal machen müssen. So, ihr habt bestimmt eine halbe Stunde geschlafen, aber ich war irgendwie so müde und wollte mich einfach nur noch hinlegen. Aber jetzt habe ich mir mein Bikini angezogen, weil ich gehe jetzt mal eine Runde in den Pool schwimmen, weil sonst werde ich noch müder. Kennt ihr das, wenn man zu lange dann so ein Mittagsschlaf macht und dann noch müder wird, als man eigentlich ist. Ja, aber ich gehe jetzt mal schwimmen ins Wasser, dann werde ich bestimmt wieder wach. Und ich beende diesen Back to School. Oh, mein Handy fällt was ins Wasser. Oh mein Gott. So Angst, dass mein Handy gerade hier ins Wasser reinfällt. Ich hänge mir das mal ums Handgelenk. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ich hoffe, dass euch das Back to School Video gefallen hat. Dann gebt auf jeden Fall gerne einen dicken Daumen nach oben. Und ja, also ich fand meinen ersten Schultag eigentlich sehr gut. Also ich freue mich jetzt auch schon auf die Schule. Also ich habe auch schon neue Leute kennengelernt, mit denen ich mich dann mal treffen kann hier. Dann bin ich hier auch nicht ganz so alleine und weiß nicht so, was ich machen soll den ganzen Tag. Aber ja. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und heute gibt es noch das Shoutout of the Day und den spanischen Satz. Den vergesse ich nicht. Weil ich hätte den letztes Mal vergessen. Da steht auch im Shoutout drin. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem Shoutout an, weil ich setze mich mal hier hin. Keine Lust mehr zu stehen. Wartet, also. Heute grüße ich mal die Paula. Sie hat geschrieben, du hast den spanischen Satz vergessen. Ja, ich hätte den spanischen Satz vergessen, aber diesmal vergesse ich ihn nicht, Paula. Sie hat auch geschrieben, du bist mein größtes Idol. Würde mich freuen, wenn du mich grüßt. Also ganz liebe Grüße gehen an...
gehen an dich raus, Paula Gärtner. Ich hoffe, du freust dich über meinen Shoutout. Und ich hoffe, dir hat dieses Video hier auch gefallen. Und jetzt noch einen spanischen Satz. Da ich mich schon auf die Herbstferien freue, obwohl ich nicht so lange Herbstferien habe wie ihr, also wie ihr in Deutschland. Aber der Satz ist heute, wann sind wieder Herbstferien? Okay, der ist etwas länger. ¿Cuándo son las vacaciones de Antonio de nuevo? Genau, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wann wieder Herbstferien sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann bei euch die nächsten Ferien sind, also die Herbstferien. Ich glaube, die meine sind auf jeden Fall zeitversetzt zu euren, glaube ich. Ja, aber ich freue mich schon sehr auf die Herbstferien, weil die Anni kommt her. Woo! Das wird richtig, richtig cool, wenn die Anni hier ist. Das ist echt so gelegt, dass viel Wochenende bei ist und so. Aber ja, jetzt beende ich mal den Vlog, weil ich will jetzt ins Wasser. Weil sonst essen wir nämlich gleich zu Abend und dann bin ich gar nicht mehr zum Schwimmen gekommen. Aber ja, habt euch lieb, bis dann und ich hoffe, ihr habt auch schöne Schultage. Genau, bye!